Das Zusammenspiel der beiden klappt prima und Max, letzte Möglichkeit vor der Halbzeit, wirft das ein Tor, dreht sich geschickt um den Libero, um Neuhaus. Kein Treffer, 0:0 bei der Halbzeit, aber eine schöne Aktion von Max, von dem man sicher noch eine ganze Menge hören wird. Das gleiche Spiel nach dem Süleyman Sahne, neben ihm steht Aichin, er stand meistens neben ihm. Klipsen, nicht immer gingen seine Pässe jetzt dahin, wo sie hingehen sollten. Ciskale, verfolgt von Klipsen. Sahne steht richtig, 1:0 für den Gast in der 70. Minute. Und da fragt man sich, wo war jetzt Aichin, der ihn doch decken musste. Süleyman Sahne, die Vorarbeit von Ciskale und da steht Aichin, behindert beinahe seinen eigenen Torwart und der Gast führt mit 1:0. Und dann aufbäumen. Aufbäumen der Gladbacher. Freistoß Hochstädter. Kastenmeier. An die Latte. Dann schönes Zuspiel von Hochstädter auf Winhoff. Ja, Chancen über Chancen für die Gastgeber. Kastenmeier drängt jetzt sehr viel nach vorn. Wird hier gefault von Buckmeier. Dafür bekommt Buckmeier gelb und natürlich Freistoß für die Gastgeber. 9 wird ihn ausführen. Ich wiederhole mich, Mai mit einer glänzenden Parade, aber Eckball. Nicht mehr lange zu spielen. Flipsen wird die Ecke hereintreten, auf den Kopf von Bachirou, abgefälscht und ins Tor. 1:1 in der 79. Minute. Da war wohl Neuhaus noch dazwischen, aber das Tor muss man Salou Bachirou gutschreiben. 1:1, der Ausgleich. Und dabei bleibt es dann auch. Tore von Sano und Salou, ein schwarzer Tag für beide Clubs, wenn sie so wollen. Zurück zu Werner Zimmer.